So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Hearthstone Tavern Brawl oder Kartenchaos, wie wir es im Deutschen ja nennen. Ja, Folge 17 oder Folge 16, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, es ist Folge 17. Und wir gehen direkt rein. Kartenchaos. Schlacht um Tol'Barad heißt das Kartenchaos. Magische Wesen flüchten aus Tol'Barad. Für jeden von euch ausgespielten Diener erhaltet ihr einen zufälligen Zauber mit demselben Mana-Kosten, der aber kostenlos ist. Interessant, das heißt, brauchen wir uns da ein eigenes. Ach, wir müssen uns ein eigenes Deck erstellen. Ein eigenes Deck. Puh. Minions ausspielen, aber trotzdem irgendwie. Ich glaube, ich baue mir mal einen Facehunter. Ein Facehunter. Was nennen wir denn den Facehunter rein? Ein Netzweber. Einer kann Schuss. Ein Mal des Jägers können wir mit reinnehmen. Dann nehmen wir eine Gliwer zweimal rein. Soll man denn einmal eine Gliwer? Schneller Schuss. Sprengfalle zweimal. Elec des Königs. Wäre eine Idee. Fast zweimal. Zweimal Alice Hounds und zweimal den Tierbegleiter. Ein Mehrfachschuss wäre noch eine Idee. Ein Explosive Shot, ein Cobra-Schuss. Ein Tundra-Nashorn. Spinnennest. Gasrilla. Savannah Highmane. Ein Langbogen des Gladiators wäre auch noch eine Idee. Das mache ich mal. So, was dann noch? Lipanum zweimal. Abusive Sergeant. Oder den Zombie Chow wäre auch eine Idee. Eine Iron Beak Oil. Ein Blutsumpfraptor und ein Flusskrokodil können wir noch mit reinnehmen. Dann brauche ich auf jeden Fall den Knife Juggler. Haunted Creeper zweimal. Den Mad Scientist eventuell zweimal. Knife Juggler zweimal. Und dann nehme ich noch ein Haunted Creeper mit rein. Gucken wir mal die Mana-Kurve an. Ich habe nichts für 4 Mana. Muss ich irgendwas rausnehmen? Was habe ich denn zweimal? Savannah Highmane. Annichte Horns Fass. Mad Scientist. Sprengfalle. Lipanum. Brauche ich mal des Jägers? Eigentlich nicht wirklich, oder? Mal eine Savannah Highmane raus und dafür einen Pilot Shredder. Ich versuch's mal mit dem Deck. Versuchen wir einfach mal. Ob wir da was hinbekommen. Los geht's! Was kann ich denn noch bauen? Ich kann natürlich wieder einen Demon Warlock bauen, einen Zulok. Aber mich nervt immer noch, ich nehme ja gerade, ist ein neuer Tag. Ich nehme ja gerade, wie gesagt, einen neuen Tag auf. Und gestern habe ich ja die. Das ist sehr nervig gewesen. Rexha gegen Malfurion. Ich muss die Gucken wir mal, ob das was wird. Lass die Jagd beginnen. Spinnennest. Fass können wir das mal wegmachen. Lipanum, das ist gut. Guter Start. Segen der Weisheit. Boah. Gar nicht mal so verkehrt.
müsste man natürlich eigentlich Zauber ausspielen, die wesentlich mehr kosten. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich jage allein. Ein Swipe so früh. What the fuck, ey. Da spielt er einen Swipe schon so früh aus. Hallo, kriege ich nicht eine Karte? Okay. Hey, warum kriege ich denn keine Karte? Wo soll ich zuschlagen? Er kriegt doch auch eine, warum kriege ich denn keine? Was ist denn da los? What the fuck, ey, hat der ein Schwein? Ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich keine Karte bekommen habe. Das ist mir gerade ein bisschen, Achso, weil das ein Zauber war. Ah, ich verstehe. Es war ein Zauber. Möglicherweise, hat es deswegen nicht funktioniert. Okay, creepy. Ja, da kann ich eine gute Kombo spielen. Ja, da macht der einen Gewittersturm. Okay. Überaus interessant, was er da gerade vorhatte. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Komm schon, wir wissen, wenn du den richtigen triffst. Alter! Alter, der will mich doch trollen, oder? Das war jetzt richtig trollig von ihm. Ein Netzweber. Ach, endlich, wurde ja auch mal Zeit. Der nächste Zauber, den er diesen Zug ausspielt, kostet 3 weniger. Ja, machen wir das mal. Also auf den Knife Juggler ist auch kein Verlass mehr. Ein Grizzly. Für den König. Und ein Ansturm. Eine Frostnova. Einmal des Jägers, schau an. Dann spielen wir das mal so. Zwei Schaden zu und dann spiele ich das, glaube ich, noch mit der Coin. Oh, einen Kampf rausbekommen. Nice. 2 Schaden. Dann spielen wir das am besten so. Dann kann ich das Spiel eigentlich nächste Runde beenden mit Kampfrausch. Oder auch nicht. Was war denn das für eine blöde Idee, die er da hatte? Das ist ja immer eine richtig blöde Idee.
verletzten Diener. Ja gut, das bringt mir jetzt gar nichts. Da setzt er den Eisenborkenbeschützer, so wie jetzt. Hand auflegen. Okay. Arkanschlag. Ja, das Problem, was ich jetzt natürlich habe, ist, dass ich keine Karten mehr habe. Wir haben jetzt keine Glyphen. Ich jage allein. War so eine bekloppte Idee. Warum hat er den Eisenbockenbeschützer gesetzt und dann den wirbelnden Nieder gespielt? Okay. Heiliges Feuer, ja, ich glaube, das war's. Ich muss das Deck, glaube ich, nochmal anders spielen. Ich brauche mehr Minions, die viel mehr kosten. Ja, das hat mich besiegt. Ja, okay, sagen wir mal so, er hat einfach viel mehr Glück gehabt gerade. Ich spiele mal noch eine Runde mit dem Jäger, ansonsten muss ich das Deck umändern. Entsprechend halt auch der Kartenchaos-Funktion. Das heißt, ich krieg halt immer einen Minion, einen Zauber für jeden Minion, den ich ausspiele. Dann müsste ich das eigentlich schon fast reduzieren auf. Gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Lass die Jagd beginnen. Ja, das ist kein guter Start. Ah, schon wieder zu viele Zauber gerade drin. Muss das auf ein Minimum reduzieren. Und dann halt lieber mit Minions spielen. Erlösung. Das ist gut. Oder auch nicht. Close of Shot. Ach, das ist ja lustig. Mad Scientist. Na gut, ich könnte den jetzt auch noch ausspielen. Ach komm, dann war Green. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Lol. Möglicherweise könnte das ziemlich gut werden. Jetzt habe ich keine Minions mehr. Das könnte nervig werden. Ein Spinnenlist. Kämpfe meiner Seite. Dummköpfe! Was hält die Zukunft bereit? Haunted Creeper! Ha, ein Klingenwirbel! What the fuck, ey. Gut, dass ich keine Wahl, dass ich eine Waffe habe. Dummköpfe! Ich würde es Ihnen zeigen! Ich würde es Ihnen alle zeigen! Nehmt das!
okay, irgendwie kommt ihr hier gar nicht so ran, ne? Lol. Handys zu hauen. Fünf. Drei. Ja, da kann ich leider nicht viel spielen. Ich brauche einen Minion. Ah, das ist nett. Ja, das war so. Entdeckt ein Wildtier. Her damit. Vernichtet alle Diener und ruft für jeden einen Trianten herbei. Das ist irgendwie nervig. Ja, nächste Runde gewonnen. Die Wahrheit ist mein Schiff. Oder auch nicht. Eine Lichtbombe. Mann. Ein Kobraschuss. Na gut, ist eigentlich gehofft viel gesprungen, was ich da sehr einsetze. Wird ja lieber den Minion nehmen. Das sind immer 6 Damage. Ich frage mich, ob... Das könnte nett werden. Ich will mal so... So, und dann spiele ich das so rum. Ja, nee, spielen wir das mal. Ach so, meine werden auch zurückgeschmissen. Okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Sagen. Okay, das war mein Fail. Da habe ich eigentlich nicht mit gedacht, mit gerechnet, dass das funktionieren könnte. Oh, fuck, so shit. Jetzt habe ich zu viele Karten auf der Hand. Meine Hand ist zu voll. So, ein Dreck. Ich kann das so spielen. So spielen. Das ist nett. Ja. Lol. Das hat's voll gebracht. Unleashed the Hounds kann ich noch spielen. Ich könnte das auch so spielen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja, es war ein Fail. Ich weiß ja. Es war ein Fail. Ich gebe es ja zu. Es war wirklich dumm. Also, es ist, ich habe schon viele Dummheiten gemacht, aber das. Es sperrt nicht so auf den Choken.
davon. Ein Mondfeuer. Okay, damit ist meine ganze Taktik, die ich eigentlich vorhatte, für die Katz. Ein Mad Scientist. Ja, das war ein großer, großer, großer Fehler, den ich gemacht habe. Jetzt verliere ich das Spiel durch meine Doofheit. Ich habe kein Mad, kein... kein Buff oder irgendwas, um das auszuspielen. Und nochmal. Mit Scientist. Toben. RPG. Okay, eine Heilung bekommen. Und ich bekomme wieder den größten Dreck ever. Na gut, den werde ich los mit Cobra-Schuss. Das war so dumm. Das war so dumm. Ich hätte locker gewinnen können. Ich hätte ihn einfach wegtraden müssen und dann hätte ich das Ding locker gewonnen. Aber, na gut, wenn man mit Karten spielt, die man nicht kennt, dann läuft das schon mal so kacke. Force of Nature. Okay, er hat natürlich genau die richtigen Karten. Ich brauche jetzt dringend eine Waffe, damit ich die alle loswerde. Alter, weil ich so einen Schmarrn gespielt habe, verliere ich jetzt. Oh Mann, ey. Waffe. Oh, keine Waffe. Okay, ich habe verloren. Ich habe verloren. Und alles nur, weil ich so doof gespielt habe. Warum habe ich denn Verschwinden eingesetzt? Das war so dumm. Das war so eine dumme Aktion. Ich habe gedacht, dass nur seine Gegner verschwinden. Und habe nicht gelesen, dass dann auch meine weg sind. Ja, blöde Aktion von mir. Sehr blöde Aktion. Ach Mann. Tja, besser erstmal die Karte lesen, was sie macht, bevor man sie einsetzt. Oder wo das Spiel immer schlechter wird, wenn ich mich über mich selber ärgere. Wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, ich ärgere mich ja nicht mal über das Spiel, sondern ich ärgere mich über mich selber, wie dumm ich eigentlich bin. Ah, Mann, jetzt konzentriere dich endlich mal hier so ein bisschen. Das wäre echt nett. Das hat eine Heiming, können wir mal weg. Eigentlich hätte ich den Tierbeleiter auch wegschicken können. Ja, das wäre wohl sinnvoller gewesen. Jetzt habe ich ein beknacktes Early Game. Oder auch nicht. Was soll ich denn damit? Das ist so eine Kackkarte. Weil ich ja auch auf Rüstung spiele. Das Licht beschützt mich. Weil mir das ja auch so viel bringt. Fuck the shit, Mann. Ziehe zwei Karten und Überladung. Lol. Will ich das wirklich? Eigentlich will ich das nicht. Einsatzbereit. Fuck, wie mich das ärgert, ey. Und er scheint nur mit Einser-Minions zu spielen. Ja, Tatsache, du spielst echt nur mit Einser-Minions. Lol. Okay.
Warum muss ich dazu spielen? Alter, wollen die mich trollen? Ich rieche Blut. Ah ja, mach mal. Na komm, spiel noch einer aus. Auf in die Schlacht, Male! Ja, gut, machst du das. Tschüss. Oh, Mad Scientist, sehr gut. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Rache. Nett, aber mehr auch nicht. Geisrilla, Jetzt an meiner Seite. Ja, ich habe nur Zauberkarten auf der Hand. Keine Minions, das ist schon ziemlich doof. Die Auge der Alte. Water Limiter. Okay. Okay, dann weiß ich schon, was ich spielen werde, wäre es wahrscheinlich. Geht er aufs Face? Oh, hoffentlich hat er nicht Geistriller bekommen. Dann habe ich ein dickes, fettes Problem. Ein Soulfire. Rache hat er bekommen, okay. Oh, das ist bitter. Vor allem, weil ich nur Zauberkarten bekomme. Das ist unglaublich. Ey, das gibt's doch nicht. Ich krieg nur Zauberkarten. Lol. Puh. 9 und 10 Damage macht er. Ja, 11 Damage macht er. 12. Das ist gut, ich kann jetzt Rache spielen. Ja, das Ding habe ich auch wieder verloren. Das gibt's nicht, weil ich nur Minions habe. Unglaublich. Ich habe nur Minions. 3, 4... nur Zauberkarten meine ich. Einsatz bereit. Interessant. Ah, irgendwie geil.
Ein Scharmützel, lol. Das ist alles großer Dreck. Hat jemand den Arzt gerufen? Besser wäre eine High-Main. Was könnte ich denn spielen? Ich könnte das so spielen, dann habe ich 5, 3, ja, so habe ich gewonnen. Tschüss. Das war verdammt knapp. Aber ich hab's noch geschafft, hab diesmal keinen Fehler gemacht, obwohl es gar nicht mal so gut aussah für mich. Hunter abgeschlossen, das heißt, wir werden das ganze Deck mal löschen und wir spielen ein zweites Deck. Was wäre denn noch gut? Was, wo viele Minions drin kommen, ja? Ich könnte mal nochmal den Zulok versuchen. Oh nein, das wird so doof, aber ich mach's mal. Power Overwhelming. Immortal Coil. Voidwalker. Flame Imp. Die Archäologin. Der Trödler bleibt jetzt mal zu Hause. Aus der Wichtelgang. Implosion. Doomguard. Agentum knappen ist gut. Abusive Sergeant. Agentum knappen. So, was brauchen wir noch unbedingt? Wir brauchen eine Eule. Haunted Creeper zweimal. Knife Juggler zweimal. Nerubian Egg. Nehme ich mal nur einmal mit rein. Direwolf Alpha zweimal. Was könnte man denn noch gebrauchen? Der Erntegolem wäre noch nicht schlecht. Den Pilot Schweller werde ich zweimal mit reinnehmen. Onyxia. Meeresriese. Bei den Dreier-Minions könnte ich noch was reinnehmen. Dreier-Minions. Den Erntegolem. Versuchen wir das mal so. Ich habe jetzt nur ein Power Overwhelming drin. Gucken wir mal, ob ich die 6 Minions irgendwie zusammenkriege. Los geht's. Anderes Zulok Deck. Ich bin schon überlegen, was ich danach spielen könnte. Ich könnte einen Agro-Druide nochmal spielen oder ich spiele einen Paladin. Oder MacMage. MacMage wäre auch nicht schlecht. Eure Seele wird mir gehören. Okay, das will man schon mal nicht am Anfang haben. Abusive Sergeant. Auch ein Voidwalker. Das ist gut.
Ach, ich hätte Fährtenlesen noch spielen können. Obwohl, kann ich ja jetzt erst. Ein Mana-Wurm. Okay, dann werde ich mal gleich wegschnabulieren. Ach du Scheiße. Hand des Schutzes. Oder Magier. Magier wäre auch gar nicht so schlecht. Eine Implosion. Ein Knife Juggler. Drei Mana. Boss der Wichtelgang. Bester Sitzplatz aller Zeiten. Okay. Dann werde ich es, glaube ich, erstmal andersrum spielen. Meeresriese. Ja, ich glaube, ich spiele das erstmal andersrum. Nein, mein Popcorn. Ihr könnt nicht vorbei. Die Implosion wäre da gar nicht mal so schlecht. Power Overwhelming. Puh. Nervetron. Ein Secret. Oh oh, da muss ich jetzt aufpassen, da muss ich irgendwas Schwaches rausspielen. Höchstwahrscheinlich ein Auf in die Schlacht, Made. Nein, es ist nicht. Ach, noch eine Implosion, sehr gut. Das hebe ich mir erstmal noch auf. Eine Sprengfalle, okay. Stimmt, das war ja grün. Ein Acid Rack. Ach, dann kriege ich auch klein, das nicht. Vielleicht habe ich nochmal Glück mit der Implosion. Totem. Schreib mich nicht so an. Spalten, Shadowboard.
Für Gnomerika! Ich frage mich, ob... Ach, na, Almbegol. Das ist natürlich ätzend. Aber dann kann ich auch Power Overwhelming spielen, das nicht. Noch ein... Oh, ich könnte einen Imp spielen. Ich ziehe mal Karte. Okay, die ist ziemlich doof. Das ist bestimmt eine Sprengfalle. Eine Bear Trap. Das sind 5 Minions. Ein Schieb. Schau an. Bringt mir Stahl. Okay, interessant. Ich habe große Pläne. Rächer? Lol. Oh mein Gott. Komm schon auf den. Ah, gut, auf die geht's auch. Ha, ein Fireball, okay. Ein Flame Imp. Dann spiel ich das mal so. Ein White Walker, okay. Warum ruft ihr?
Das reicht nicht. Ja, bin ja schon dabei. Schreib mich nicht so an! Oh, das ist Blödsinn. Ja. Und schon habe ich wieder so viele Minions auf dem Board. Ich glaube, der verzweifelt ein wenig. Eine Iron Beak Oil. War gut. Ne? Das wäre so bitter, wenn er jetzt einen Flamestrike bekäme. Mir Stahl. Ich rieche Blut. Was könnte denn das sein? Eine Sprengfalle könnte das eventuell sein. Na schön! Meine Güte! Ja! Das ging doch mal ganz gut mit dem Warlock. So, nächstes Deck. Ich werde mir einen Magier machen. Und zwar werde ich einen Magier mit Mana-Würm, mit Arcane Explosion, eine Arcane Missile, einen Spiegelbild, eine Flame Cannon, Zauberlehrling. Ich wollte mir eigentlich einen Mech-Mage machen, aber Kane Intellect brauche ich das unbedingt. Einen Flammenschürer, zweimal Magierin der Kirin Tor, zweimal. Obwohl, brauche ich das zweimal? Rußspeier zweimal. Ein Fireball. Ein Duplicate. Eine vergessene Flagge wäre auch. Fackel wäre auch eine Idee. Eine Spiegelgestalt nehme ich mit rein. Dass möglichst viel Dalaran Aspirant. Die kleine Zauberbloggerin werde ich mit reinnehmen. Die spielt man nicht sehr, sehr ungern, aber. Jetzt einfach mal mit rein. Der astrale Beschwörer zweimal. Einmal Ronin. So, und jetzt werde ich alles nur noch mit Zauberschaden nehmen. Zauberschaden. So, die Zeremonienmeisterin. Fairy Dragon. Kobold Geomant. Zweimal. Mannersüchtige. Der Draking-Zauberer, der uralte Magier, ein Spellbreaker, Ogre-Magi zweimal, Schneebold zweimal. So. Schauen wir mal, wie es aussieht. Könnte was werden. Los geht's. Spellmage! Gucken wir mal. Ganz, 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 ganz viele Karten drin, womit ich die Zauber verstärken kann. Aber es sind dann doch ein paar. Mal gucken, ob das geht. Gegen Anduin. Liquid. Das Licht wird den Sieg bringen. Ihr habt es so gewollt. Ja, ein Flammenschürer kann ich mal. Ja. Ja, da habe ich Feuer ge. Egal. Ich habe mal den großen Fehler schon mal gemacht, dass ich einmal schon Feuer draufgeklickt habe.
Okay. Das sieht nicht gut aus. Kein gutes Early Game für mich. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ansonsten baue ich mir einen Mac-Mage. Eine Flame Cannon. Das war's. Sie umgeben. Lipando. Das dürfte mit den Flammenschüler ziemlich nice werden. Lol. Das ist jetzt aber ein kleiner übler Scherz, oder? LOL! Ach komm. Es soll ja Spaß machen. Aha, Schwein gehabt. Es war sehr riskant, das zu spielen, aber ich hab's trotzdem mal gemacht. Schattenwort Schmerz. Den will er nicht stehen lassen, da hat er keinen Bock drauf. Eine Spiegelgestalt. Ich diene dem Feuerfürsten. Oh, ein Duplikat. Eine Lichtbrut. Okay, interessant. Nett. Ah, hat er clever gespielt. Nett gespielt von ihm. Ein Spellbreaker. Ich werde es aber so rumspielen. Das will ich eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Feuermarsch. Eigentlich wollte ich das Duplicate ja für den Flammenschürer haben. Ach, gut, dass ich einen Spellbreaker habe. Nicht so gut gelaufen für mich, aber gut. Und so, ein Zauberlehrling. Den Spellbreaker. Ein Mehrfachschuss. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Opferpakt. Nein, jetzt habe ich. Okay, er gibt auf. Ich würde das gerne noch einmal spielen, das Deck. War keine volle Partie, die wir da gemacht haben. Gegen Anduin! Das Licht wird den Sieg bringen. Ihr habt es so gewollt. Will man eigentlich nicht haben.
Danke dafür, liebes Spiel. Oh, das ist nett. Jetzt kann er auch nicht mal angreifen, das ist das Gute. Ah, Leuchtfeuer. Ah, ist eh ein scheiß Secret gewesen. Astraler Beschwörer. Brauch was mit Spell Damage, ansonsten ist die Zeremonienmeisterin ziemlich für die Katze. Oh nein. Wahrscheinlich Ronin oder irgendwas bekommen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ein Knife Juggler. Eine Flame Cannon. Oh, jetzt kann er ihn töten. Wenn er Schattenwort tot hat. 4 Mana. Ich muss bis 5 Mana warten, damit ich den Astralen Beschwörer spielen kann. Ein Erntegolem. Eine Fackel. Okay, jetzt habe ich natürlich ein dickes, fettes Problem. Brauche was für 4, ein Duplicate. Lame. Tja, muss ich so spielen. Das ist ätzend. Nächste Runde kann ich zumindest den Astralen Beschwörer schon mal spielen. Okay. Könnte möglicherweise nervig werden. Random Chosen One. Oder Random Chosen heißt ja. Ich weiß nicht, wie ich auf Chosen One ständig komme. Ich habe genau das, was ihr braucht. Lol. Ein Pyroblast. Ein Kältekegel. Ein Frostbolt. Der Pyroblast wäre gar nicht mal so schlecht. Bis zu 10 Mana werde ich ja, glaube ich, nicht durchhalten. Puh. Ach, es soll jetzt Spaß machen, immer den Pyroblast. Lasst es krachen! Zwei Helden gehen rein. Hey, hat er auch bekommen. Ich kann ja zumindest mal Dämonenzorn spielen. Dämonenzorn wäre jetzt schon gar nicht mal so schlecht. Da haben wir das Pyrant. Wissen ist Macht und ich weiß ganz schön viel. Ach, ein Swipe. Ein Swipe. Es krachen! Dann kriegt er die wenigstens nicht tot, glaube ich, obwohl der hat dann einen Damage. Spiele ich das? Ach komm, es soll ja Spaß machen!
Okay. Offensichtlich soll es keinen Spaß machen. Ein Spellbreaker. Ach du Scheiße, ey. Zwei Helden gehen rein. Ein Held kommt raus. Verwandlung Eber. War nicht Gehopsel gesprungen? Frage ist, was hat er da? Ein Zerstäuben. Es war ein Zerstäuben. Du nicht nehmen, Kerze. Ja, dann spiel ich nicht so eine Ronin. Ach, schau an, da kommt endlich der. Okay, scharf schießen. Naja, mach mal. Hand auflegen. Nett. Ja. Das sind drei, sind. Wie viel kriege ich? Zwei, oder? Drei. Sieben. Ja gut, es würde noch gerade so reichen. Und dann kann ich nächste Runde auf jeden Fall schon den Flammschürer spielen. Ha, ich habe auch nur eine K-Misse bekommen. Zu viele Zauber. Okay, das ist ein Problem. Ich diene dem Feuerfürsten. Welle der Heilung. Nett. Eine Spiegelgestalt. Eine Welle der Heilung. Okay, ein Kampfrausch. Der will mich doch trollen. Mann, der will mich doch echt trollen. So ein Sackgesicht. Hey. Habe ich nicht eigentlich eine Spiegelgestalt gespielt? Sagen, ich habe noch eine Spiegelgestalt gespielt. Na. Ja. Danke dafür. Die Macht Dalarans ist eingetroffen. So wieder Neta. Was soll ich denn damit? Ist das so ein Quatsch? Die Tore sind geöffnet. Ja, der Arena. Na gut, da kann ich mit dem Spellbreaker ran. Ich hab nur tot. Das Gute ist ja, dass sie alle null kosten. Fireball. Boah, die wollen mich echt alle ein bisschen, fünf, dann habe ich noch fünf übrig. Reicht noch für den Spell. Ich habe genau das, was ihr braucht. Der Flame Lance, okay. Kältekegel,
Ja, dann nehme ich den Fireball. Ah, nächste Runde kann ich gewinnen mit dem Pyroschlag. Trotzdem gewonnen. Edgy Badge. Oder auch nicht. Okay, nicht gewonnen. Flammschirmer. Die Macht Dalarans ist eingetroffen. Knochen wirbeln da nicht. Das ist das Leben aller Diener auf 1. Warum soll ich das tun? Noch bringt mir das nichts. Ich muss die Zauberkarten loswerden, unbedingt. Okay, er gibt auf. Ja, nett war es. Ja, das war's mit dem Kartenchaos. Ich guck mal, wie lange wir gespielt haben. Oh, über eine Stunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder zu einem neuen Kartenchaos. War auf jeden Fall nett. Hat ganz gut funktioniert. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.